So, wir sind hier beim nächsten Part. Wir sind in Hilbeim angekommen. Okay. Zauber der Wächter. Was sagt das Tagebuch? First chatty puddles and now beseeching flames. This Almina must be an elementalist. Ja, kann gut sein. You're setting down the wrong path, Source Hunter. The other way. Sind am falschen Weg. Ja, es gibt keinen falschen Weg. Okay, hier oben sind Imps. Hinten ist ein Gefährte, was freundliches, selber, weil grüner Punkt und so. Ah, wir haben ja einen Wegpunkt entdeckt. Sehr schön, sehr schön. Not here, Source Hunter. Turn back. Ja, ja. Verbeulter Kochtopf. These imps have been slaughtered. How could such meek creatures have deserved this fate? These imps have been savagely slaughtered. Oh, Vollgas. Ah, dead imps. What a delightful sight. Okay, das ist, der ist ganz schön verrückt, der Jahan irgendwie. Ich glaube, die haben da keinen einzigen normalen Charakter drin. Im Tagebuch zu den Wartungsarbeiten. Das könnte interessant sein. Wächter funktioniert seit gestern nicht mehr. Werde Mixix schicken, um ihn zu reparieren. Der Korridor, der zur Schatzkammer von König Boreas führt, ist jetzt mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Das Tor wird nur vor unbefugten Eindringlingen fest verschlossen. Geheime Notschalter im Korridor installiert. Meint der das hier? Boreas. Warte mal, den müsst ihr noch. Hilbeim, Kälte, das hatten wir doch alles schon mal, oder? Zwar wie wir bei dem Ding waren, bei dem Brunnen. Das heißt, wir könnten unter Umständen zur Kammer kommen, den Quest vor dem Brunnen da erledigen. Wäre ja eine saugeile Sache. Yes, through this door, quickly. I haven't much time left. Okay. Okay, hier ist ein Schalter. Continue forth, Source Hunter. You're nearly there. Okay. Alter, ich will mich nicht bewegen, verdammte Scheiße. Mega Naga Alpha. Okay, das schaut komisch aus, was das da hier, was hier abgeht. Überall Fallen. Können wir Feuerelementar bestimmt gut brauchen. Schauen wir mal, was die drauf haben. Okay. Immun gegen Verbrennung. Alter, den können wir mit Feuer gar nichts ausrichten. Alter, das schaut nach Pumpe aus. Scheiße. Sehen wir jetzt gleich, was passiert. Okay, schauen wir mal, was die machen können. Ja, jetzt haben wir schon fast gedacht, dass da einer in die Luft fliegt. Okay, die wo... Verdammte Kacke.
Okay, von dem, wo als nächstes die Lunte an ist, der geht in die Luft, so wie es ausschaut. Okay. Die spritzen auch teilweise Öl raus. Ich tippe jetzt auch mal, dass die immun gegen Gift sind. Da beschwöre ich jetzt mal die Spinne daher. Der da können wir wenigstens Schaden machen. Jetzt kommt die Alpha-Ratten der Bahn, okay. Okay. Schauen wir, was passiert, wenn man, einen Regenzauber macht. Dann die Lunden ausgeht. Aber die scheinen weiter zu brennen. Ja, nutzen wir mal unsere verbliebenen Aktionspunkte für ein bisschen Heilung. Ja, aber wir haben wenigstens einen Vorteil, dass dann das Feuer nicht ganz so viel Schaden macht. Okay, der ist schon fast down. Yeah, den könnten wir sogar noch ein Drittel draufhauen. Immun gegen Feuer, immun gegen Gift. Das ist echt saublöd. Können wir eigentlich hier nur als verstärkend wirken. Kacke, Spinnchen. Okay, schaut so, als ob es das gewesen wäre. Juwelier-Kit-Ring. Metallreste. Einfach goldene Kelle. Alter, müssen dann echt später mal richtig mächtig verkaufen gehen. Und dann mal die Gruppe durchhalten. Mit den Bomben ist echt lästig. Er ist echt hart. Das Top, wir können jetzt ziemlich gut parallel heilen. Voll. 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 Das heißt, es geht jetzt auch recht flott. Ich muss uns mal umschauen, weil ich denke, wir werden hier noch eine Menge zu finden haben. Also hier wird auf jeden Fall mehr Zeit drauf gehen. Yes, you make it after all. You're here. Ja, wir sind die Besten. Das wissen wir schon. Okay. Wie soll man dann da reinkommen, wenn der verschlossen ist? Im Tagebuch zu den Wartungsarbeiten. Scheint das gleiche zu sein. Das, was wir schon mal gefunden haben. Ja, wir haben was gefunden. Winziger goldener Schlüssel. Okay. Mega Hahn, also mechanischer Hahn, okay.
niedergeschlagen. Gefällt mir. Zwei Gegner, das ist recht angenehm mal wieder. So, mit Feuer können wir dafür anfangen. Aber wir können wenigstens eine Spinne zu Hilfe rufen. Dann heißt es doch mal Angriff. Okay, das war's anscheinend schon. Okay. Ja. They sure didn't skimp on their strange sentinel system around here. Okay. Alter. Ich will da hin. Source Hunter, do not waste your magic. So, schauen wir mal, ob wir etwas nutzlos haben, was wir drauf schmeißen können. Bisschen Tierhaut, das sollte reichen. Ich habe so viel Schmutz damit rum eingesteckt. Okay. Das ist diese Almina da hinten, ist sie schon. Es wird die kleine, wo hinterher glaube ich zur weißen Hexe und die wollte ihr helfen. Alter, das Hackbeil. Mächtig, mächtig. Wie viel kann die Haupt noch tragen? Noch viel zu viel. Die Elemente. Ihr seid gekommen. Ha, bei den gesegneten Sternen. Ihr seid gekommen. Ihr müsst sie finden. Sie befreien. Die Elemente. Sie. Da ist eine finstere Kraft. Sie zieht an den Elementen. Kein Gleichgewicht. Vielleicht das, was sie geholt hat. Was zum Verkaufen. Leider nichts, was wir brauchen können. Okay. Ihr, einmal, das haben wir schon gelesen. Wer seid ihr? Almina, namentlich bekannt. Lehrmädchen, die Wächterin. Eure sogenannte weiße Hexe. Und jetzt, wie es scheint, ihr Misserfolg. Ich kam zu ihr, Hust, um von ihr zu lernen, wie man heilt und wie man schützt. Doch dunkle Teufel sind in ihrem Heiligtum eingedrungen. Sie spürte ihr Kommen, spürte die Gefahr, die auf ihr und die ihr auf den Fersen war. Aber sie wusste, dass eine Flucht die Jagd nur verlängern und weitere Unschuldige töten würde, auf ihrem Weg. Sie brachte sie zu dem seltsamen und schrecklichen Ort, Hust, tief in die Tiefen, in die ich nicht folgen konnte. Warum nennt ihr sie Wächterin? Sie ist eine Beschützerin der Schwachen, eine Verteidigerin der Unterdrückten, die Hüterin des Lokalerwaldes, seit Jahren seine Wächterin. Was ist das für ein Ort? In der Tat, eine seltsame Dimension, mir bisher unbekannt. Der Spaltläufer, der die weiße Hexe herbrachte, sprach von Hibberheim. Aber ich habe davon noch nie gehört. Aber die Elemente hier rasseln im Ungleichgewicht. Ich kann kaum etwas erkennen. Mein Geist, meine Seele findet hier keinen Frieden. Ich gehe in das nächste Leben, mit meinem Herzen und einer Seele voller Chaos und Verzweiflung. Die Elemente so unsymmetrisch. Das Feenland ist ein Reich der aller Elemente. Erde, Feuer, Wasser, Luft. Wenn eines wuchert oder sich ein anderes verringert, folgt Chaos. Etwas, das Gleichgewicht der Mächte gestört, das zwischen den Elementarkönigen herrscht. Hibberheim ist ein Reich des Winters, aber es erstreckt sich weiter, als es sollte. Okay, mehr über weiße Hexe erfahren. Natürlich, natürlich. Alles, was euch helfen kann. Sie muss wiederhergestellt werden, von diesem Ort weggebracht werden. Wohin wurde sie gebracht? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Sie haben sie verschleppt und sie war meiner Sicht entzogen, ehe ich an diesen schrecklichen Ort kommen konnte. Fühlt ihr es denn nicht? Der Sturm, die Elemente im Chaos, im Krieg. Was ihr auch immer für Lügen gehört habt, die Wächterin höchstpersönlich wird sie richtig stellen. Sie ist so wenig in der Lage zu morden, wie das Eis euch wärmen kann. Sie würde eher
sich selbst als ein anderes Leben vernichten. Warum wurde sie hergebracht? Eine Frau, die sie schafft, sich viele Feinde. Sie, die Schöpferin, wird ewiglich verfolgt von jenen, die gerne zerstören. Was die Plünderer hier vorhatten, ich weiß es nicht, aber sie erwarteten von ihr nichts Gutes. Okay, das mit den Statuen. Das überrascht selbst mich. Meine Energie braucht organische Materie und ich bezweifle, dass ich diese Flammen erreichen könnte. Aber die Wächter hier, einige sind vielleicht fühlende Wesen. Hütet euch vor ihnen, Quellenjägerin. Bitte, ihr müsst die weiße Hexe finden. Was man ihr auch immer vorwirft, ich weiß es nur eins, sie ist unschuldig. Befreit sie, sprecht mit ihr und überzeugt euch selbst. Und sagt ihr, dass es mir leid tut und dass ich sie vielleicht wiedersehen werde. Eines Tages an einem fernen Ort. Okay, jetzt ist da noch ein Fleckchen frei. Vielleicht ist da hinten noch irgendwas. Schon mal verdächtig, wenn da hinten irgendwie was frei ist. Metallreste wollte ich aufheben. Ah, wir könnten mit der Feder können wir das abdecken. Ah, hat nichts gebracht, die Feder. Uns auch denken können. Ah, eine Truhe. Cool. Bogen und eine Goldkelch. So, das heißt für uns, wir müssen uns jetzt hier weiter umsehen. Also ich wäre mal voll dafür. Aber wo sind wir denn? Hier ist irgendwie Winter. Ich möchte gern hier rein. Scheint es aber auch keinen Schalter zu geben. Oder was ist das hier? Das schaut verdächtig aus. Ja, wir müssen uns hier einfach mal umsehen und schauen, ob wir jemanden finden. Geil, gibt es noch sehr viel zum Entdecken für uns. Wir stehen da noch in einen oder anderen heftigen, geilen Fight. Ich glaube, da können wir gespannt sein drauf. Okay, schaut so nicht aus, ob wir hier was finden würden. Jawohl, wir haben uns verbrannt. Dann suchen wir mal einen anderen Weg, ob wir den irgendwie weiterfinden. So, okay, wir haben jetzt Almina gefunden. Wir wissen jetzt ungefähr, was Sache ist. Wir beenden jetzt den Part an der Stelle. Machen im nächsten Part weiter. Bis später. Ciao.